Hier ist der ganze Stolz des Empires. Nein, diesmal nicht die Queen, sondern diese vierbeinigen Prachtexemplare. Es gibt kaum etwas Britischeres als sie. Seien es nun Collies oder dieser Beardy. Wo genau ist der Kopf? Da ist ein Auge. Ja. Oder besonders Corgis, die erklärte Lieblingsrasse der Queen. Was macht den Hund denn so British? Dass er Stil hat, wahrscheinlich. Glaube ich jedenfalls. Zum einen die große Klappe und zum anderen auch die Wettertauglichkeit. Britischer Stil, den wollen sie bei dieser Hundeausstellung in der brandenburgischen Provinz prämieren. Aussehen, Körperbau, Gangart, Wesen. Dafür gibt es Punkte. Beardy-Hündin India, mit 13 schon eine Veteranin, soll auch in den Ring. Der Beardy wird nicht so schnell gehorchen wie ein Schäferhund, sondern der überlegt manchmal, warum will er das jetzt, dass ich komme? Und wenn er dann einsieht, dass man kommen sollte, dann kommt er. Ein Partner mit eigenem Kopf, very British eben. Und genau da liegt das Problem. Die Züchter jenseits des Kanals sind stolze Briten und noch stolzere Brexiteers, erzählt Sarah Boyd vom Club für britische Hütehunde. Und wenn der Brexit erstmal da ist, würden sich wohl die Einreisebestimmungen verschärfen. Hunde müssten, so steht zu befürchten, vor dem Grenzübertritt wochenlang in Quarantäne. Es gibt natürlich auch wirklich gute Züchter dort, die man gerne nutzen möchte, also beziehungsweise die Deckrüden dort. Das möchte man sich nicht entgehen lassen, denn das ist anderes Material als das, was wir hier haben, von der Genetik her. Aber ohne Reisen kein Decken. Shocking. Wird es in Deutschland bald nur noch Schäferhunde oder Dackel geben? Beardy India, die gerade im Ring ist, kann das verschmerzen. Mit ihren 13 Hundejahren ist sie schon raus aus der Reproduktionsphase. Aber neben der Zucht geht es auch ums deutsch-britische Miteinander. Manche hier fahren alljährlich nach Birmingham zur Crafts, der Mutter aller Hundeausstellungen. Das ist eine Realisierung von einem Traum. Da kommen mir die Tränen, weil ich das einmal im Leben machen wollte. Und auch wenn wir da nicht gewinnen, dann sind wir da mal gewesen. Bleibt nur umdenken. Auch andere Länder haben schöne Hunde. Und was die Zucht angeht, notfalls muss das eben in der Petrischale passieren, per künstlicher Befruchtung. Aber wer will das schon?